Guten Morgen, meine Lieben. Oder sollte ich lieber sagen Mahlzeit? Ja, es ist jetzt kurz nach eins. Halb zwei mache ich meine Abfahrtskontrolle und dann fahre ich hier runter zum Abladen und zum Laden und dann geht's wieder nach Ingolstadt. Also es wird wieder Nacht, bis wir wieder hier sind. Beziehungsweise wir laden ja nicht für hier dann Leergut, wir laden in Ingolstadt dann Leergut für Schleiz. Also mit anderen Worten, wir laden dann morgen in Schleiz ab. Eventuell laden wir ja sogar wieder in Schleiz, werden wir sehen. Also in diesem Sinne, auf los geht's los. So, es ist vollbracht, ich hab's geschafft. Jetzt steht hier einer, der kam nicht rein, weil es Tor zu war. Ja, das ist mir auch schon passiert, dass ich reingefahren bin, wo die Schranke offen war und das Tor ist zugegangen. Aber da bin ich ganz fix vorgefahren und habe dann schnell einen Fuß in die Lichtschranke gehalten und da ist es nämlich wieder aufgegangen. Muss man aufpassen. Muss man schnell sein. Weil zuerst geht nämlich das Tor zu und dann die Schranke. So. Jetzt wollen wir mal fix nach Ingolstadt fahren, abladen und Leergut laden für Schleiz. Und schauen, dass wir morgen noch nach Schleiz hochkommen. Also heute Nacht. Von der Strecke her ist das ja ungefähr dasselbe wie hier. Nimmt sich nicht viel. In Schleiz kann ich mich danach da oben hinstellen, in der Bushaltestelle, wo die so lang ist, wenn keiner da steht. Wenn natürlich einer da steht, habe ich einen Zonk gezogen. Dann muss ich schauen, was ich mache. Aber bis jetzt hatte ich immer Glück, bis jetzt stand keiner dort. Ja gut, so auf der anderen Seite ist ja auch noch eine. Da kann man sich ja auch hinstellen. Sind wir doch gleich auf der Autobahn. Auf der Autobahn. Nee, das hat ja wieder wunderbar geklappt. Ich bin als letzter gekommen beim Beladen und war als erster fertig. Bei den anderen haben nämlich überall noch Sachen gefehlt und meins war da. Meins war da. Hurra. War alles fertig. Haben sie schon ein bisschen gerüsselt, die anderen. Aber es ist mir ja auch schon passiert, dass ich kam und stand und stand und alle anderen sind fertig geworden. Gut, jetzt nicht unbedingt hier bei EDM, aber in anderen Firmen zum Beispiel, wo du dann denkst, scheiße, wieso kam der nach dir und kommt vor dir dran, das kann ja nicht wahr sein. Ja, das ist halt manchmal so. Wie heißt es so schön? Einmal bist du Hammer und einmal bist du Amboss. So, jetzt geht's Abi auf die Autobahn. Drückt mir den Daumen, dass alles klappt jetzt runter zu, dass es keine Staus gibt an den Baustellen. Die Baustelle bei Greding ist ja weg. So, was denn jetzt? Könntest du mal aus dem Knick kommen, bevor der andere LKW kommt? Mann, 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 Mann.
Manche tragen ihre Autos aber auch über die Straßen. Oh, der rote Elflein ist aber heute zeitig dran, der lange LKW. Der kam mir ja gestern auch erst weiter unten entgegen. Da ist der heute auch zeitiger dran. So, jetzt können wir es rollen lassen. So, kurzer Zwischenbericht. Bis jetzt lief alles gut. Ganz kurzer Stau am Dreieck, am Kreuz Nürnberg Ost. Aber das lag an denen, die auf die 6 wollten. Und da bin ich halt dann, wo ich das gemerkt habe, an allen vorbeigefahren. Ging auch. So, und jetzt sind wir hier an der Baustelle. Bei Hilboldstein. Und es sieht aus, als ob es staut. Es sieht nicht nur so aus, es tut es auch. Schöne Scheiße. Brauch ich doch nicht heute. Jetzt rollt's wieder. Ach Leute, guckt doch mal da vorne. Das graue Band, was da vom Himmel zur Erde geht. Mensch, das ist Regen. Und ich wollte noch eine kleine Runde drehen in Ingolstadt, weil ich noch massig Zeit habe jetzt. Oh, und das ist auch noch genau da, wo ich hin muss. Mensch, fällt mein Spaziergang wohl doch ins Wasser. Naja, gut, dann habe ich mehr Zeit für euch und eure Kommentare, die zu beantworten. Dann kriegt ihr wenigstens gleich von mir eine Reaktion und eine Antwort und da freut ihr euch auch. Alter, das Wetter macht mir aber auch immer wieder einen Strich durch die Rechnung. So, und hier die Straße. Die war 4 Wochen gesperrt. Und nichts ist passiert. Aber reineweg nichts. Frage ich mich, was sie in der Zeit gemacht haben. Warum die Straße? Ich habe ja gehofft, dass die Brücke hier fertig ist. Ach, nee, nee, nee. Nix haben sie gemacht, nix. Überhaupt nichts. Hier das Stückchen haben sie asphaltiert, mehr nicht. Und dafür sparen sie die Straße, das können sie doch auch halb sein. Vor allem haben sie 4 Wochen gebraucht für das bisschen Scheiße hier. Mein lieber Mann. So, wie sieht's denn aus? Dort wäre Platz. Da fahre ich auch hin. Komm, nimm die Hufe weg. So, ich fahre jetzt hier rum und fahre so rum und stelle mich da drüben hin.
gar nicht viel los heute. Man merkt, die schnelle Schicht ist da. So, da fahre ich nämlich jetzt hier rein und stelle mich da oben hin. Da habe ich nämlich gesehen, da ist Platz. Hilfe, Hund. Naja, gut. Dann fahren wir halt mal los. Ich kann nämlich schon gleich in der Abladestelle fahren. Alter, ich sag euch, hier rennen ein paar fette Ratten rum. Mein lieber Mann. Denkst du, das sind halbe Hasen? Halbe Kaninchen? Aber weil jeder irgendwo seinen Mist hinschmeißt. Letztens erst gesehen, dass so ein Fahrer hier sein Essen hier neben der Mülltonne in die Wiese gekippt hat. Da ist klar, dass die fett und rund werden, die Viecher. Das ist ja mein lieber Schwan. Da habe ich geguckt, wo die hier, wo ich, oh. Jetzt drei solche riesen Viecher gesehen, so. Und es waren keine Hasen, also Hasen rennen hier auch rum, aber ich kann noch Ratten von Hasen unterscheiden. Hasen haben so einen Schwanz und Ratten haben so einen Schwanz. Das ist gar nicht, scheint gar nicht viel los zu sein heute. Hier. So. Alter, habe ich jetzt geschwitzt. Aber ich habe die Kacke drauf. Und jetzt geht's los. Ab nach Schleiz. Ach. So, mal ein bisschen Gas geben jetzt hier. Vielleicht schaffen wir es ja dann in 13 Stunden. Das wäre ja mal ein Plan, ein Plan, ein Plan. Unverzüglich fahren Sie nach Schleiz. So ein Scheißwetter wieder. Ach ja. Ja, 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 ja. So. Hat mal wieder ganz schön geschlaucht. Scheiß Nachtfahrt. Naja, werden wir sehen. Jetzt stehe ich erstmal hier in Schleiz. Morgen Mittag abladen. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ach. Also meine Lieben. Gutes Nächtle. Stau- und knitterfreie Fahrt. Und haltet schön eure Stoßstangen sauber. Bis heute Mittag. Tschüss.